Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Heute zum vierten Teil der Hausbausaga oder der Gästehausbausaga. Und ich hatte ja versprochen, dass ich heute mal so ein bisschen was zu den Kosten sage. Also diese Baufirma kriegt ja eine fixe Summe für das Gebäude. Und da muss ich vielleicht einfach nochmal gerade erzählen, was ist denn da alles mit dabei? Also die ziehen den Rohbau hoch. Da ist mit dabei, ich sag mal, das Waschbecken im Badezimmer, die Toilette, der Fußbodenbelag, die Farbe, die streichen das Ding also auch. Das Dach ist mit dabei, mit der entsprechenden Isolierung. Also im Prinzip das gesamte Gebäude außer elektrischer Geräte. Das heißt, zu dieser Summe, die wir da bezahlen müssen, das sind 299.000 Baht, also knapp 300.000 Baht. Das ist nach heutigem Wechselkurs sind das 7.670,04 €. Also ja, rund 7.700 €. Da kommen aber eben dann noch ein paar Sachen dazu. Die habe ich grob kalkuliert. Also ich habe einfach mal online geguckt, was sowas kostet und habe immer ein bisschen was draufgerechnet, weil manche Sachen ja eben noch installiert werden müssen. Also auf jeden Fall brauchen wir noch einen Tank. Den Sockel für den Tank, den baut uns der Amm und dann muss so ein Tank dahingesetzt werden. Das haben wir hier im Gebäude ja auch nochmal. Da haben wir mittlerweile zwei, damit wir nicht jeden Tag den Tank neu auffüllen müssen. Wir sind ja hier nicht ans öffentliche Wassernetz angeschlossen, sondern haben eine Grundwasserpumpe. Und das Gästehaus braucht eben einen 1000-Liter-Tank. Da muss ein Sockel gemacht werden, kleiner Betonsockel, da kommt der Tank drauf. Und das kann man also locker nochmal mit 4.500 Baht rechnen. Und dann braucht man natürlich eine Pumpe. Wir müssen das Wasser vom Tank ja dann auch irgendwo, das braucht ja Druck in den Leitungen. Und so eine Wasserpumpe, je nach Modell, Pi mal Daumen, 5.000 Baht. Dann brauchen wir natürlich noch eine Aircondition. Wir machen das jetzt aber so. Wir werden eine neue Aircondition kaufen, die bei uns hier im Haupthaus im Wohnzimmer installieren. Und die etwas ältere Aircondition, die ist 15 Jahre alt, die frisst natürlich mehr Strom, die kommt ins Gästehaus. Die funktioniert, die ist tipptopp, die frisst halt einfach nur mehr Saft, also bauen wir die dahin, wo sie am seltensten gebraucht wird. Und ich denke, dass wir dadurch langfristig einfach ein bisschen Strom sparen können. Also 15.000 Watt für eine Air muss man schon rechnen, wenn man was Vernünftiges will. Ja, und dann braucht es noch einen Durchlauferhitzer, damit man auch warm duschen kann. Der kommt so Pi mal Daumen 2.000 Baht. Und dann bitte nicht lachen, vernünftige Duschköpfe an diesen Standardduschen. Hier in Thailand sind immer nur so Plastik-Duschköpfe dran, die finde ich ganz schrecklich. Ich möchte einen ordentlichen Regenduschkopf haben, wie ich den hier auch habe. Und davon brauche ich für das Haus zwei. Fragt nicht warum, verrate ich nicht, seht ihr später. So ein Ding ist erstaunlich teuer, kostet 2.000 Watt, also nochmal 4.000 Watt, 100 € für Duschköpfe. Dann braucht man natürlich noch einen kleinen Kühlschrank für das Gästehaus, hilft ja alles nichts. Also wenn da dann mal Besuch kommt, der muss ja wenigstens mal ein Getränk kalt stellen können. Da braucht man einen kleinen Tisch, Stuhl, Bett, also so eine Grundausstattung mit Kleinmöbeln. Und also ich rechne alles in allem für diesen kleinen Kram nochmal auch mit 10.000 Watt, die werden nochmal drauf gehen für solche Sachen. Also nur der Kleinkram, ja. Also allein ein Bett wird auch nochmal 10.000 Watt kosten. Vernünftiges mit einer vernünftigen Matratze. Also da müssen wir einfach mal gucken. Das wird am Ende, vermute ich mal, zwischen 350 und 380.000 Baht kosten. So, warum tun wir uns den ganzen Quatsch an? Also der erste und wichtigste Grund ist natürlich, wenn die Tochter aus Deutschland zu Besuch kommt, soll die vernünftig wohnen und nicht bei Mama und Papa auf der Couch. Und wenn irgendwelcher andere Besuch kommt, natürlich auch. Sowohl aus Deutschland als auch aus Thailand. Unser jetziges Häuschen ist einfach zu klein, um da noch Besuch mit unterzubringen. Das war ja auch immer nur als Gästehaus geplant. Wir werden auch als erstes selber erstmal ins Gästehaus ziehen und dann hier das Haus auch noch ein bisschen um- und anbauen. Wir brauchen eine vernünftige Küche und, aber das werdet ihr alles nach und nach noch miterleben. Also das Gästehaus ist jetzt erstmal auch ein Zufluchtsort für uns während der Umbauarbeiten. Und dann hat es noch einen anderen Grund und der ist ein bisschen ernster. Dieses Paar ist ja etwas älter als ich, kann ich ja ruhig sagen, 7 Jahre.
Ja, und irgendwann kommt der Tag, dann geht einer von uns beiden und der andere bleibt alleine zurück. Oder es kommt der Tag, wo wir beide so tödlich sind, dass wir es nicht mehr auf die Kette kriegen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit, hier auf dem Grundstück jemanden unterzubringen, der uns versorgt. Also für mich ist das Gästehaus auch ein bisschen Altersvorsorge. Also wenn das Häuschen hier fertig ist, dann geht es als nächstes an den Carport und dann geht es an den Umbau vom Haus. Ja, ich hoffe, das Video von heute hat euch gefallen. Es geht dann die nächsten Tage weiter, aber erstmal mit auf ein Kaffee-Video und dann werde ich auch wieder ein Bauvideo machen. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, seid nett zueinander. Euer Stefan aus Thailand. Ciao.